Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart sowie den aktuellen US-Dollar-Währungsindex. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar-4-Stunden-Chart. Wie ihr sehen könnt, in den letzten Tagen haben wir hier wirklich sehr oft versucht, diesen Abwärtstrend zu beenden. Wir haben es kurzweilig geschafft, hier auszubrechen, aber konnten hier dann keinen erfolgreichen Retest vollziehen. Somit war es also hier nur ein Fakeout und nach wie vor sind wir hier in diesem Abwärtstrend gefangen. Das heißt also, nach wie vor sind wir hier immer noch eine Abfolge von tieferen Hochs und sind somit immer noch in einem Abwärtstrend. Und ihr wisst ja, der bestehende Trend hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich fortzusetzen. Und somit ist hier die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr groß, dass wir weitere Korrekturen hier im unteren 50.000 Dollar Bereich sehen werden. Und wie wir auch in dem letzten Video und auch in einigen Videos davor besprochen haben, ich persönlich bin erst davon überzeugt, dass wir hier den Boden gefunden haben, wenn wir es schaffen, in einem ersten Schritt den Abwärtstrend zu beenden. Aber vor allem müssen wir hier zurückkehren über 60.000 Dollar in diesem grünen Kasten, denn erst dann haben wir hier die letzten tieferen Hochs gebrochen. Dann persönlich wäre für mich hier der Abwärtstrend erst beendet. Solange dies nicht geschieht, solange ist hier der Bitcoin-US-Dollar-4-Stunden-Chart noch bearish und wir müssen noch mit weiteren Korrekturen hier in der kurzen Frist rechnen. Jetzt befinden wir uns auf dem Bitcoin-US-Dollar-Tagesschart. Wie ihr sehen könnt, testet Bitcoin in diesem Augenblick nochmal die Unterseite unseres Aufwärtstrends hier in der unteren 50.000-Dollar-Zone an. Das ist ein Szenario, was wir hier schon am 8.11. in dem Video besprochen haben. Hier waren wir noch bei 66.000 Dollar, aber schon damals habe ich gesagt, sollten wir nochmal zurückfallen in den grünen Kasten, besteht hier nach wie vor noch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nochmal die Unterseite des Aufwärtstrends, also in dem unteren 50.000-Dollar-Bereich, antesten. Und genau das sehen wir jetzt. Ja, ihr seht auch, momentan sieht es so aus, als würde die aktuelle Tageskerze ja unter der schwarzen Linie schließen. Das wäre ein erstes Schwächeanzeichen, aber nach wie vor, solange wir hier diese rote Box halten können, so lange formen wir hier immer noch ein höheres Tief und so lange sind wir immer noch in einem Aufwärtschannel. Und ich persönlich rechne erst damit, dass wir hier eine größere Korrektur nochmal sehen sollten, wenn eben hier diese rote Box bricht. Solange wir uns in dieser roten Box hier halten können, die geht hier von ungefähr 48.000 bis 52.000 Dollar, so lange haben wir immer noch ein höheres Tief und so lange rechne ich auch nicht mit einem größeren Crash. Ich persönlich rechne aber auch erst damit, dass wir hier den Boden erreicht haben, sobald wir es schaffen, hier nochmal über die wichtigen EMAs zurückzukehren, also über die 50er EMA und die 21er EMA und vor allem auch, sobald wir hier den RSI gebrochen haben. Das heißt also, solange wir hier noch unter der blauen Linie sind, also in unserem kurzfristigen Abwärtstrend, unter den wichtigen EMAs und auch hier weiterhin in dem RSI einen Abwärtstrend haben, so lange rechne ich persönlich damit, dass wir hier noch in dem unteren 50.000 Dollar Bereich korrigieren werden. Schauen wir abschließend auf den Bitcoin-US-Dollar-Wochenchart. Hier wisst ihr, achten wir vor allem auf die Supportzone von 58 bis 60.000 Dollar und auf die 8er EMA. Wir haben im letzten Video besprochen, erst wenn wir es schaffen, nochmal über die 8er EMA zu steigen und über die Supportzone von 58 bis 60.000 Dollar, erst dann rechnen wir damit, dass die aktuelle Korrektur beendet ist. Falls wir weiterhin unter der 8er EMA bleiben und auch unter der wichtigen Supportzone von 58 bis 60.000 Dollar, dann rechnen wir damit, dass es ja mindestens nochmal runtergeht auf die 21er EMA, die wir jetzt in Gelb sehen. Das sind also hier 53.400 Dollar. Das haben wir hier nochmal in dem letzten Video besprochen. Das heißt also, momentan sieht es eher danach aus, als würden wir hier nochmal die 21er EMA antesten. Aber auch hier gilt, solange wir die 21er EMA halten können, solange denke ich, dass wir noch in einem Bullrun sind und rechne nicht mit einer größeren Korrektur. Erst wenn wir unter die 21er EMA fallen sollten, dann rechne ich persönlich damit, dass wir eine kurzfristige Unterbrechung des Bullruns sehen und nochmal eine größere Korrektur. Das heißt also, im Großen und Ganzen ist bisher nichts Unübliches geschehen. Bitcoin ist nach wie vor auf dem 4-Stunden-Chart bearish in einer Korrektur, aber übergeordnet sind wir sowohl auf dem Tageschart und auch auf dem Wochenchart, solange wir den unteren 50.000 Dollar Bereich halten können, noch in einem Aufwärtstrend. Erst wenn wir unter 50.000 Dollar fallen und dann auch die Wochenkerze schließen, dann persönlich ist das meiner Meinung nach hier ein erstes Schwächeanzeichen und dann spricht hier nochmal einiges dafür, dass wir eine größere Korrektur sehen könnten. Solange dies nicht geschieht, solange rechne ich noch nicht mit einer größeren Korrektur, da wenn wir über der 1er EMA sind, eben bisher immer in einem Bullrun waren. Okay, besprechen wir jetzt noch mögliche Gründe, die zur aktuellen Bitcoin-Korrektur geführt haben. Und diese sind ja meiner Meinung nach ganz klar makroökonomische Gründe, aber vor allem auch der US-Dollar-Währungsindex. Ihr seht, seit dem 8. November ist ja der US-Dollar-Währungsindex nochmal stark
am Steigen. Wir sind hier um circa 3% gestiegen und vor allem haben wir auch die wichtige Resistance-Zone hier gebrochen, die wir in dem Video hier vom 8.11. besprochen haben. Hier haben wir auch gesagt, DXY, Gefahr für die Bitcoin-Rally. Und hier haben wir eben gesagt, sollte es hier der US-Dollar-Währungsindex schaffen, über diese starke Resistance-Zone hier bei dem 0,382 Fibonacci-Retracement, da wird zu steigen, dann rechnen wir damit, dass hier der Dollar nochmal Stärke zeigen wird und dass sich das auch bearish auf Bitcoin ausüben wird. Und genauso ist es auch gekommen. Ihr seht, wir haben hier diese wichtige Zone bei 94,7 gebrochen und seit dem 8. November eben hier nochmal einen Anstieg von über 3% hingelegt. Und ihr seht auch genau, seit dem 8. November hier haben wir ja die 69.000 Dollar erreicht und dann ging es jetzt für Bitcoin hier schon ungefähr 19% bis 20% nach unten. Das ist auch eine Korrelation, die wir allgemein festgestellt haben. Ein steigender Dollar ist bearish für den Bitcoin, ein bearischer Dollar, also ein fallender Dollar, ist bullish für den Bitcoin. Das heißt also, solange hier der US-Dollar-Währungsindex Stärke zeigt, solange rechne ich nicht damit, dass wir bei Bitcoin nochmal einen parabolischen Anstieg sehen werden. Und diese aktuelle Lage betrifft ja auch nicht nur Bitcoin, sondern wir können auch sehen aktuell, dass zum Beispiel hier die Aktien, also der S&P 500 am Korrigieren ist. Wir können sehen, dass Silber am Korrigieren ist und wir können sehen, dass Gold am Korrigieren ist und dass auch hier seit 8. November, also seitdem hier der Dollar Stärke zeigen. Das hat meiner Meinung nach hier mit der makroökonomischen Lage zu tun. Und zwar sehen wir ja, dass es ja eine neue Virusvariante gibt und vor allem auch, dass der Jerome Powell bekannt gegeben hat, dass sie das Tapern hier schneller vollziehen möchten aufgrund der Angst der stark steigenden Inflation. Und diese Meldungen haben meiner Meinung nach dazu beigetragen, dass wir einfach allgemein auf den Märkten eine Unsicherheit haben, eine unsichere Situation. Wann immer wir eine unsichere Situation sehen, suchen eben die Investoren den sicheren Hafen und den finden sie eben im Dollar. Wo man das eben sehr gut sieht, ist im März 2020. Hier war ja eine absolute Ausnahmesituation. Panik an den Märkten, alles wurde abverkauft. Und ihr seht, in dem Moment ist hier der Dollar angestiegen um 8,8%. Bitcoin wurde abverkauft, Aktien wurden abverkauft, Silber wurde abverkauft und auch Gold wurde abverkauft. Damals ist nur der Dollar gestiegen und ich denke, dass wir momentan eine ähnliche Situation nur bei weitem eben nicht so stark haben. Die Anleger sind verunsichert, suchen jetzt hier erstmal den sicheren Hafen, den finden sie im Dollar und allgemein ist es so, wenn eben die Märkte unsicher sind, wenn spekulativere Assets, zu denen eben Bitcoin gehört, eher abverkauft. Das heißt also, ich denke, solange wir jetzt hier nicht nochmal Klarheit haben, wie schlimm ist die Virusvariante wirklich, wie genau wird hier das Tapering verlaufen, solange haben wir noch Unsicherheit in den Märkten, solange rechne ich, werden hier die Aktien korrigieren, werden Rohstoffe korrigieren, wird auch Bitcoin korrigieren und erst wenn nochmal unter den Anlegern hier die Situation klar ist, wir genau wissen, okay, was hat es mit der Virusvariante auf sich, wie wird das Tapering hier verlaufen, erst dann wird meiner Meinung nach nochmal Sicherheit zurückkommen in den Markt, dann könnte ich mir vorstellen, dass hier der Dollar nochmal seitwärts läuft oder runterfährt und dass erst dann Bitcoin hier nochmal bereit ist, die nächste Aufwärtswelle hinzulegen und eben auch Aktien dann bereit sind, hier nochmal die nächste Aufwärtswelle hinzulegen. Denn was man hier auch ganz klar sagen muss, wenn wir uns hier mal den Bitcoin-Preis jetzt hier kurz einblenden, also den Bitcoin-Chart, den seht ihr jetzt in Orange, da seht ihr ganz genau schon, dass hier Bitcoin korreliert mit den traditionellen Aktienmärkten. Ihr seht zum Beispiel auch hier in der September-Korrektur, S&P 500 fällt, Bitcoin fällt. Ihr seht dann hier über Oktober, Aktien erholen sich, Bitcoin steigt mit und eben aktuell seit dem 8. November, hier fallen die traditionellen Aktienmärkte nochmal und der Bitcoin eben auch. Also hier von einem Decoupling zu sprechen, ist meiner Meinung nach noch zu früh. Wir sehen ganz klar, dass hier die Situation korreliert und somit denke ich eben persönlich, erst wenn hier nochmal auf den traditionellen Märkten das Vertrauen zurückkommt, dann wird Bitcoin seinen Boden gefunden haben und dann werden wir hier die nächste Aufwärtswelle erst sehen können. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.